So, servus Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Rise und gleichzeitig auf meinem Desktop. Also Rise, für alle, die es noch nicht wissen, Rank Up Your Skills, eine Serie, in der ich euch hoffentlich viel übers Zocken zeigen kann und vielleicht auch selbst ein bisschen was übers Zocken lernen kann. Ja, und wir starten gleich mal die zweite Episode, ist das jetzt, mit der ersten Episode fürs Aiming. Und zwar wird heute das Thema sein, wie finde ich meine Sensibilität, wie finde ich die Einstellung, mit der ich mit meiner Maus am allerbesten klarkomme. Und dazu sollten wir erstmal die Mausbeschleunigung rausbekommen, ja. Mausbeschleunigung ist ein ganz fieses Ding, das uns das ganze Aiming zerstört. Und um das rauszubekommen, gehen wir erstmal hier unten bei Windows 7 rein und tippen ganz einfach Maus. Dann kommt ganz oben die Maus und die wählen wir aus. Reimt sich alles, was sich reimt, ist gut. Also, dann auf die Zeigeroptionen und hier Zeigerbeschleunigung verbessern. Diesen Haken müssen wir eliminieren. Und die Zeigergeschwindigkeit dann auf den sechsten, auf die sechste Stelle stellen. Also 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und genau da lassen wir es. Dann ist es nämlich genau in der Mitte und dann ist bei Windows 7 die meiste Mausbeschleunigung erstmal weg. Das übernehmen wir. Und dann habe ich noch ein kleines Tool für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Das eliminiert dann ein für alle Mal die Mausbeschleunigung unter Windows 7, denn ein kleines bisschen ist dann immer noch vorhanden, obwohl man sie ausgestellt hat. Dazu gehen wir erstmal auf rechte Maustaste auf den Desktop und wählen Bildschirmauflösung. Nein, das war falsch, tut mir leid. Anpassen. Und hier dann Anzeige. Hier kommt man ganz einfach und schnell rein. Und da schaut ihr mal, was bei euch für Symbole eingestellt sind. Da gibt es 100, 125 oder 150%. Bei den meisten ist es 100. Das seht ihr euch einfach an und merkt euch. Und dann geht ihr auf das Tool, macht das Tool auf. Und hier gibt es verschiedene Registry-Einträge. Und zwar für eben 100, 125, 150 und 100 und 200%. Je nachdem, was ihr eingestellt habt in den Anzeigen, wählt ihr auch das hier auf. Doppelklick, es installiert etwas in die Registrierung. Ich habe es schon gemacht, ich weiß nicht, ob ich es nochmal machen sollte. Daher lasse ich das jetzt einfach mal. Und dann habt ihr keine Zeigerbeschleunigung mehr. Gut, noch eine Kleinigkeit und zwar, wie könnt ihr denn die Mausbeschleunigung testen? Ihr geht dazu einfach ins MS Paint und geht mit der Maus links oder rechts ans Ende der MS Paint Zeichnung und ans Ende eures Mauspads. Und da fixiert ihr dann die Maus mit irgendetwas, dass sie nicht mehr weiter nach links kommt. Das könnt ihr machen mit eurem Finger oder mit eurer Hand, mit eurem Handball, mit was auch immer. Hauptsache die Maus kann nicht weiter nach links drüben. Und dann, ja, klickt ihr und zieht die Maus langsam ans andere Ende der Zeichnung, der MS Paint Zeichnung. Und dann fahrt ihr schnell gegen eure Hand. Und dann solltet ihr eigentlich an dem Punkt sein, an dem ihr gestartet habt, wenn ihr nicht totale Idioten seid wie ich und mit eurer Hand einen Meter mitgeht. Neuer Versuch. Diesmal bleibe ich mit meiner Hand da, wo ich bin und ich bin ziemlich wieder am Ausgangspunkt. Auch ein Versuch, schön langsam nach rechts rüber. Nur nicht zu zügig, sonst funktioniert das Ganze nicht mehr. Und schnell wieder an die Hand. Wir sind wieder weit, gleich weit herüben. Optimale Mausbeschleunigung. Wie ihr seht, wenn ihr Idioten seid wie ich, dann verrückt ihr das Ganze um einen Meter, wenn nicht, dann kann es passieren, dass ihr gleich seid. Desto weiter die Punkte auseinander sind, der Ausgangspunkt und der Endpunkt, desto schlechter natürlich, desto schlechter die Mausbeschleunigung. Dann müsst ihr noch was umstellen, beziehungsweise müsst ihr mal bei euren Maustreibern nachsehen. Das kann ich euch, ja, könnte ich auch helfen, aber in einem anderen Video vielleicht. So, und jetzt kommt natürlich die Frage auf, was ist denn das für ein merkwürdiges Bild, das ich euch da zeige? Das sind die drei großen Grifftechniken, die es gibt für Mäuse. Da könnt ihr euch jetzt aussuchen, welchen Griff das ihr verwendet im Endeffekt. Eigentlich sollte das relativ natürlich sein für euch. Ich verwende den Palm Grip, das heißt, ich habe mit dem Großteil meiner Hand Auflage auf der Maus, mit den ganzen Fingern, mit dem Handballen. Es gibt dann noch, wie ihr hier seht, im Mittel den Claw Grip, bei dem nur ein Teil der Hand aufliegt und die Finger aufliegen. Und den Fingertip Grip, bei dem wirklich nur die Fingerspitzen zum Einsatz kommen. Warum ist das jetzt wichtig für die Sensibilität? Naja, beim Palm Grip werden die groben Bewegungen, also die großen Bewegungen für große Drehungen aus dem Unterarm gemacht.
und nur die Feinjustierungen werden per Handgelenk gemacht. Der Fingertip-Grip, da werden alle großen Bewegungen aus dem Handgelenk gemacht und die feinen Bewegungen aus den Fingerspitzen. Und genau daraus resultiert schon mal im Umkehrschluss, dass ihr andere Sensibilitäten braucht. Also beim Palm Grip zeige ich euch gleich Sensibilität für Low Sensor, also für sowas wie mich. Ganz niedrige Einstellungen bei der Sensibilität. Und bei Fingertip ist es am höchsten. Und der Claw Grip, das ist so eine Mischform mehr oder weniger aus den beiden. Bei denen ist es mittelmäßig. Und darüber solltet ihr euch klar werden, welche Sensibilität ihr habt. Und dann solltet ihr euch dementsprechend ein bisschen einrichten. Als nächstes ist einfach die Aufgabe zocken. Und zwar aufmerksam zocken. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr stellt die Sensibilität so niedrig wie nur irgendwie möglich, im Endeffekt so niedrig wie ihr gerade noch damit klarkommt. Und dann spielt ihr 20 Minuten und stellt dann die Sensibilität ein Stück höher. Spielt wieder 20 Minuten, stellt die Sensibilität ein Stück höher, spielt wieder 20 Minuten. Und zwar, das macht ihr so lange, bis ihr merkt, dass ihr nicht mehr trefft, weil ihr zu weit zieht. Wisst ihr, was ich meine? Also dann zieht ihr nicht mehr auf den Gegner, sondern zieht ihr über den Gegner drüber. Und dann stellt ihr um eine Stufe retour und das ist dann die Sensibilität, mit der ihr spielen solltet, die für euch am optimalsten ist, sage ich jetzt mal. Die andere Möglichkeit ist einfach nur aufmerksam spielen. Ihr spielt und passt dabei auf, ziehe ich zu weit, ziehe ich zu wenig weit. Ziehe ich zu weit, reduziere ich die Sensibilität. Ziehe ich zu wenig weit, erhöhe ich die Sensibilität. Und so findet ihr dann relativ schnell eure Einstellung, eure richtige. Das Wichtigste ist, ihr müsst umstellen und dann etwa 20 Minuten spielen, denn so lange braucht die Hand, um sich an die neue Sensibilität zu gewöhnen. Ansonsten stellt ihr ständig hin und her und es funktioniert einfach nichts. Also immer umstellen, Zeit lassen, ein paar Runden zocken und erst nach 20 Minuten bis einer Stunde wieder die nächste Sensibilität ausprobieren. Dauert eine Zeit, aber so findet ihr garantiert die perfekte Sensibilität für euch. So, ich hoffe, das hat euch jetzt geholfen und ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und viel Spaß beim Zocken, ne?